Hallo Leute, ich bin Unwolf und willkommen zu einer weiteren Folge von A-Kolonie. Als erstes Leute, was ich jetzt machen werde. Ich habe hier ein kleines Lager mit Waffen gemacht, damit ich weiß, wo die Waffen liegen. Denn ich habe hier einen Lagerraum aufgeteilt auf zwei Hälften. Erstmal Essen, zweitens Ressourcen. Ich will jetzt Folgendes machen. Heute geht es um etwas, was wir heute machen, ist Handeln. Und zwar, ich will das hier erstmal erforschen. Dann, Leute, ich will einen Handelsplatz einsetzen. Und ich habe mir überlegt, kein Gebäude zu bauen, sondern hier. Ich werde hier meinen Handelsplatz einsetzen. Also hier wird gehandelt. Das heißt, wir werden jetzt Folgendes tun. Also ich werde jetzt hier auch öffnen. Das ist schon mal falsch. Ich muss umgekehrt machen. Also wenn ich das verbinden will, muss ich von hier aus so machen. Dann klappt es auch. So, das hier ist unser Handelsplatz. Ich werde erstmal die zerstören. Also hier. Damit die auch durchkommen. Ja, hier. Und dann hier. So, dann als nächstes, Leute. Ich habe noch mit unserem Haus was umgestaltet. Und zwar, die haben ja, etwas Stress gemacht, weil die Küche zu klein war und ich habe denen etwas mehr Tische gegeben. Wir sind zu 10. Dann habe ich etwas oben eingerichtet und zwar, die wollten jeder ein Zimmer. Die haben jetzt jeder ein Zimmer und es wird so sein, wenn wir mehr Männer bekommen, das heißt, die werden einfach alle zum Paaren gemacht, ob die wollen oder nicht. Hier werden dann später noch mehr Betten gemacht und noch mehr Zimmer. Ja? Also, aber jetzt erstmal zum Handeln und noch etwas habe ich vergessen und zwar diejenigen, die keine Waffen haben, wie zum Beispiel sie, soll jetzt einen Bogen schnappen. Denn Leute, ich habe etwas auf Scrim auch gemacht. Ich habe gekämpft. Um euch zu erklären, wie, was. Es gibt diese Tierchen hier, die sind sozusagen harmlos, solange man die nicht angreift. Es gibt aber eine Gegner, die greifen euch selbst an. Und diese Gegnerart sind ziemlich hart. Um die zu bezwingen, müssen wir lange kämpfen. Also erstmal die greifen euch an. Und dann werden sie dann noch, also ich habe getestet, wie das Ganze mit dem Angriff funktioniert und. Und ja, weil da die Gegner kamen, habe ich getestet. Also dieser Idiot, der kann eigentlich gar nichts gewinnen jetzt alleine, weil ich ihn nicht steuern kann. Also, alle die noch klar denken können, hier wachen. Wir werden jetzt dem helfen. Und wenn wir, nur wenn wir diese grüne Schild einstellen, kämpfen die auch normal. Also hier zum Beispiel, ich habe jetzt denn gesagt, ja, geh und greif den Mann. Mit dem sage ich auch, dass er ihm helfen soll, also den Gegner attackieren. Genau. Und du hast keine Waffe. Nur wenn ich diesen grünen Schildchen hier an, einsetze, kann ich dann sagen, ja, dann kämpfen sie richtig. Ja, also.
Okay, einfach hier hingehen. Wenn ich in der Nähe bin und diesen grünen Schild habe, werden sie automatisch. So, okay. Jetzt los. Ich hoffe nur, du stirbst nicht. Der schafft aber alle. Einen kann es sein, dass er es schafft, weil der hat Schilder. Schild und Schwert aus Eisen. Also einen kann sein, dass er es schafft. Aber nicht alle. Alle. Jetzt kommen meine Einheiten. Die werden ihm helfen. Und werden die Gegner bezwingen. Also ihr habt jetzt gesehen, die haben jetzt die Gegner bezwungen. So, jetzt will ich, dass die sie alle töten und nicht am Leben lassen. So, dann auch. Sehr gut. Dann auch. Niemand soll überleben hier. So, wer schießt da? Oh yeah. Okay. Okay, Leute. Hier attackieren. So. So, wir haben es geschafft. Jetzt können wir noch etwas tun. Und zwar hier plündern. So, wir haben was geplündert. Der ist jetzt hier plündern, oder wir können das sagen, die sollen das angreifen. Also alle anderen bitte außer, ja, jetzt seid ihr nicht mehr, da brauche ich nicht mehr. Du kommst her und plünderst das. So. Okay, da wird geheilt. Wir können das plündern und zerstören. Lexi. Tami, tu mir ein, du bist nicht in Stimmung. Bring Lexi in Doppelbett sofort und füttere sie. Hier muss man sie auch noch füttern, Leute. Also, wenn sie so nicht in der Lage sind, selbst zu essen oder aufzustehen, muss man sie füttern, angreifen. Zerstöre das. So. Luke zerstört es, damit keiner mehr rauskommt. Ich will dem auch haben, aber okay, Peter. Bitte attackieren. Zu zweit schafft ihr das. So, jetzt komm mal her, Peter. Schnell. Und zu zweit schafft ihr das schneller. Jawohl. So, ihr seid jetzt frei. Peter, du bist frei. Luke, du bist frei. So. So, jetzt müssen wir die mal füttern. Ne, der kann jetzt selbst aufstehen. Und die glaube ich auch. Also. Bring mal Frischfleisch, genau. So, oh ja, hier, da sind die bösen Insekten. Die müssen wir jetzt finden. Stopp. Jetzt müssen wir die finden, Leute, bevor die kommen. Sind wir aufgerüstet? Laura ist nicht aufgerüstet. Die sind ziemlich weit. Also die sind hier. Wir können die aber nicht angreifen. Wir müssen das hier zerstören, damit die nicht mehr kommen. Leider, ich weiß nicht, ob wir da hoch überhaupt können. Ist aber auch für uns gut. Die werden nicht so oft uns angreifen. Laura
Du schläfst nicht, also nimmst du jetzt auch ein Schwert. So. Damit wir mehr so Nahkämpfer haben. Wir haben zwar keine Schilder, schade drum. Aber. Okay. So, Laura ist jetzt auch mit dem Schwert aufgerüstet. Wir brauchen Lexi, die soll jetzt den Bogen nehmen. So, Lexi, rüste dich mal mit dem Bogen auf. Weil wenn die angreifen, müssen wir bereit sein. Komm schon. So, ja. So, wie sieht's aus? Die kommen. Sollen sie doch versuchen. So, jetzt will ich gucken, aus welcher Richtung. Also ich weiß, dass die irgendwo hier sind. Ne? Also hier. Und die kommen aus der Richtung. Okay. Das Problem sind, wir schlafen. Ich lasse sie kommen. James ist nicht aufgerüstet. Stopp. James, tu mir einen Gefallen, rüste dich aus. Mit dem Schwert. So, der Rest, der schon aufgerüstet ist. Ab geht's. Wir halten hier die Stellung. Hier alle Wache halten. Ich weiß, ihr seid müde und so, aber die greifen uns an. So. Alle mit den Waffen. Laura. Ja, komm, Wache halten. No. So. Alex. Hier Wache halten. Hier Wache halten. Wenn die kommen, haben wir ein Problem. Hier Wache halten. Der ist nicht in Stimmung. Hier Wache halten. Wache halten. Der hat keine Waffen. James ist aber eine Waffe zu holen, ne? Jo, komm her. Hier Wache halten. So, und James, du gehst Waffe holen. Okay, wir sind bereit. Ich glaube, wir kommen auch zu denen. So, wir stehen. Lucy, du bist ein Bogenschützen, aber komm, Wache halten. Hier. James, hier. So, jetzt. Stopp. Angriff. 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 Wir müssen dann mit dieser Truppe nach oben, wenn wir es schaffen. Weil dort sind noch Arbeiter und die müssen vernichtet werden. So. Kelly, was ist mit dir? Warum bist du nicht Wache halten? Hier Wache halten. Komm. Du bist auch noch nicht, ne? James, attackier. So. Jetzt. Los geht's. Zerbomben sie alle. Nur wenn wir dieses grüne Schild haben, können wir sie auch angreifen. Also die werden sonst verlieren. Oh, wartet, stopp. Ich will, dass du den zerbombst. So, wir haben die jetzt zerlegt. Sehr gut.
Und jetzt alle, die noch gesund sind. Wo sind die? Die müssen jetzt zerbomben, Leute. Sonst kommen sie wieder. Wo sind die? Wo sind die? Die sind noch da. Da hinten. Alle hier. Alle, die noch kämpfen können. Alle hier. Wir werden jetzt die zerbomben. Damit sie uns nicht mehr auf die Nerven gehen. So. Bogenschützen auch. Alle hier. James. Du warst gut beim Kämpfen. Du warst gut beim Kämpfen. Alle kriegen Medaille. Also hier sind noch drei, die müssen jetzt abbomben und dann den Rest. So, wir gucken, ob wir dahin ankommen. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Aber auch gleichzeitig ist es gut, weil... okay, wir kommen da hoch. Wir kommen da hoch. Jetzt zerbomben sie auch. Zerbomben sie. Stopp. Wartet. Kann jemand dem attackieren? Attackieren. Attackieren. So. So. Jetzt zerlegt den. Du zerlegst jeden. So, Peter, komm mal her und hilf dabei, dem zu zerlegen. Kelly. Kelly. Greif den an. Attackiere das. Jawohl. Jetzt zerlegt den. Also wir müssen unbedingt den zerlegen. Sonst. Komm mal her. Ich will, dass du sie tötest. Alle. Komm schon. Okay, Laura, du kannst eigentlich schon gehen. Peter, hilf mir mal bei dieser. Julia, du kannst schon gehen. Luke. Jawohl. Jetzt können wir alle gehen. Los. Aber bitte die Verletzten mitnehmen. So, die Verletzten bitte mitnehmen. Ich hoffe nur, niemand stirbt von uns. Also, los. Bringt alle Verletzten nach Hause. Also, wir haben noch... Hier sind Währung. Etwas Holz und etwas Mechanikenteile bekommen. Tammy. Bringt die mal mit. So, jetzt hilft mal den Verletzten. Sehr gut. Also wir haben den Angriff überstanden sozusagen und auch die Base haben wir ziemlich ausgerottet. Hier ist noch Gold. So. Tammy. Ja, zwei haben überlebt, also, aber es ist okay.
Tamil 16 ist eigentlich in Beziehung mit jemandem. Laura. Kelimus. Der ist nicht so. Okay, diese blöde Vieh lebt noch. Tami, tu mir einen Gefallen. Komm mal her, Zalike. Töte diesem Vieh. So, ich habe jetzt Forschung eingeteilt. Und wir brauchen noch Eisen, Leute. Das heißt. Wartet, das war zu viel etwas. Müssen wir hier noch Eisen sammeln. Um weitere Waffen zu bekommen. Nein, das nicht. X. Anderer Modus. Genau. Ich will diesen Modus nicht. So. Den oberen will ich nicht. Mist. Ich will den oberen nicht. Wartet. Nein, den will ich nicht. Warte. Stopp. Genau. Genau den will ich nicht. So, den lässt du. So, jetzt gehe ich mal nach unten. So, die kannst du machen. So, Tami, und du bist immer noch im Bach. Forschung. Laura ist ohne Waffe. Naja, weil sie verletzt war, aber nach einer Zeit bringen sie die Waffen zurück. James, nimm mal den Schild. Sehr gut. Da kommt jetzt mein Eisen wieder. Sehr gut. Lexi und Laura haben keine Waffen. Okay, wir haben auch keine Bogenschützen, sehe ich gerade. Also, Lexi, können eigentlich das hier aufrüsten. Sorry, ich weiß, dass du geschlafen bist. Aber ihr müsst euch aufrüsten. So. Gut, was ist los? Wer ist schon wieder unzufrieden? Vor allem mit was? Lucy ist zusammengeschlagen worden. Echt jetzt? Müssen wir sie aber heilen. Ja, verarztet Lucy jemand? James. Nee, will keiner, ne? Okay.
Alice, Verarzte Lucy. Benutzt von James. James will jetzt verarzten. Okay, guter Junge. James, guter Junge. Wie sieht es aus bei dir? Du bist in Beziehung mit Laura, ne? 82%, naja. Es wackelt, ne? Ich liebe Laura, wir sind verheiratet. Wir hatten ein gutes Gespräch. Und was denkt Laura? Ich liebe Luke, wir sind verheiratet, wir hatten ein gutes Gespräch. Hat mir ein Kompliment gemacht. Wir teilen dieselben Interessen. Ist mir zu streitlustig. Naja. Ihr seid verheiratet. Also wir sind zu 10 Leute. Kann mir jemand die mal jagen, damit wir Fleisch haben? Also wir müssen unbedingt hier jetzt den Tisch machen. Unbedingt. Oh. Laura, wo bist du? Miss schnell. Komm schon. Komm schon. Rettet Laura, Mann. Kelly, wo ist Kelly? Kelly, komm. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Puh, war das knapp. Jetzt versorg mal sie mit Essen. Julia versorgt sie gerade. Okay. Julia versorgt auch mit dem Essen. Das hat ihr gar nicht geschmeckt. Naja, was anderes gibt's nicht, ne? Okay, wir haben Händler. Da wird auch gekocht. Jane schläft irgendwo in die Küche. Oh Mann, wir haben ein gutes Kampf gehabt. Kartoffeln. Okay. Oh Mann, diese Idioten. Alice, komm mal her. Jetzt sag mir nicht. Erforsch mal. So, der ist jetzt verletzt. Da kommt jetzt wieder seine Waffen auf seinen Platz. Laura macht Fleisch, das ist gut. So, da kommt jetzt Brot, da muss jetzt Brot gemacht werden. Ihr zwei Streithähne, echt jetzt, Laura, Alice, hört auf. So, Tammy, Laura, James, komm mal her, rüste das aus.
Wo bist du? James, wo bist du? Was macht dein Indli da oben? So, und jetzt rüstet den Schild aus. Oh Mann, Kelly, Peter. Ihr werdet nie ein Paar, was? So. Eisen wurde geschafft. So, Peter ist verletzt, Kelly ist verletzt, da liegen Schwert und Schild. Oh Mann. Okay, Peter ist verletzt. Wer will Peter helfen? Lucy. Okay, ich glaube, ich weiß, wer jetzt mit dem Lucy Peter. Okay, weil die so eine Art Beziehung haben, ne? Peter und Lucy. Lucy, komm mal her. Vater Peter. Okay, Leute. Ich werde mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wollte heute schon Handel einrichten, sozusagen, aber hat nicht geklappt. Wir haben heute Gegner bezwungen und jetzt versuche ich hier zu retten, was zu retten gibt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Lone Wolf V3. Ciao.